Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider First Adventures und herzlich willkommen in Tomb Raider 3. Willkommen in meinen bescheidenen vier Wänden. Schau dich nur in Ruhe um. Ja, und auch Lara heißt uns hier willkommen in ihrem Anwesen. Im Anwesen waren wir ja jetzt schon zweimal und das ist jetzt hier das dritte Mal und das wird auch das letzte Mal sein. Es ist quasi das letzte Mal, dass wir ein Tutorial-Level vor uns haben. Ja, und wie bescheiden diese vier Wände sind, das wissen wir noch vom letzten Mal. Aber wir sehen auch schon, Lara hat wieder ein bisschen umgeräumt und es ist alles noch ein bisschen gemütlicher geworden und auch ein bisschen pompöser. Also wir sehen jetzt hier schon irgendwie nette Holzvertäfelungen mit irgendwelchen Gemälden. Und ja, das Bett hat jetzt hier so einen Baldachin bekommen. Sehr hübsch. Und ja, ansonsten sieht es allerdings hier oben so aus wie früher. Also hier diese tolle Sonnenliege und der Balkon. Hier das Badezimmer, was so schön mit Marmor ausgetäfelt war. Ja, das war auch schon vorher luxuriös. Und auch schon vorher stand hier eine Zahnbürste, die allerdings aussieht, als könnte sie direkt für, weiß ich nicht, 50 Cent vom Aldi kommen. Tja. Und ein kleiner Pool. Naja, eigentlich ist es ja die Badewanne. Da war ja das Hotel in Las Vegas, was wir da gesehen haben. Das ist ja dagegen, ja, nichts. Also ist die Gute ja hier von zu Hause eigentlich mehr Luxus gewöhnt. Aber auf der anderen Seite, so oft ist ja Lara gar nicht zu Hause. Sie ist ja auch schon sehr viel unterwegs und sie wird auch bald wieder unterwegs sein. Aber bevor es soweit ist, nehmen wir uns jetzt hier noch ein bisschen Zeit. Fackeln. Ja, die Abstellkammer war das letzte Mal noch ein bisschen größer. Wir erinnern uns, ja, eigentlich ist es ja hier schon unser vierter Besuch. Wir waren ja direkt nach den Abenteuern in China nochmal hier, als Männer von Bartoli hier nochmal eingebrochen sind. Und da haben wir hier relativ schnell rein müssen, nachdem die Alarmanlage anging, und die Schrotflinte rausholen müssen, um uns unserer Haut zu erwehren. Ja, der Angriff liegt ja jetzt aber schon ein bisschen zurück. Unser letztes Abenteuer in Ägypten, das haben wir auch sehr gut überstanden. Und wie gesagt, seitdem hat sie ein bisschen umgeräumt und dann gucken wir das mal uns ein bisschen an. Ja, schöne dunkle Holzvertäfelung. Und wir hören auch schon wieder Winston. Daran hat sich nichts geändert. Aber wir sehen, es gibt ein paar neue Gemälde. Also ich finde, die erinnern halt ein bisschen tatsächlich auch an Venedig, also vor allen Dingen das hier mit den Kanälen. Hat sie vielleicht tatsächlich irgendwie beim Souvenirhändler dann auch im Nachhinein erstanden. Das hier, ich glaube, das war auch schon das letzte Mal da. Ja, Vincent hat immer noch seine Verdauungsprobleme. Wenn du dich umsehen möchtest, drück die Taste für das Umsehen. Halte sie gedrückt und bestimm mit der entsprechenden Richtungstaste, wohin du schauen möchtest. Danke. Ja, ansonsten sehen wir jetzt hier auch noch schönen, dicken, roten Teppich. Der war vorher, glaube ich, auch noch nicht da, beziehungsweise nicht so schön gemustert. Alles, wie gesagt, ein bisschen hübscher geworden. Ja, hier war das Musikzimmer. Haben wir das letzte Mal, nicht das letzte Mal. Hier haben wir in Tomb Raider 1 quasi angefangen, also hier oben in der Bibliothek. Auch hier gibt es jetzt einen schönen Teppichboden und einen Kamin. Ja, ich glaube, der Kamin war schon vorher da. Aber zumindest gibt es einen schönen Teppichboden. Sieht alles wirklich sehr geschmackvoll aus. Aber hier, liebe Lara, ist dir ein Fehler unterlaufen. Gucken wir uns das nochmal an. Da. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Also da musst du nochmal was machen.
Aber denn das hier das Musikzimmer ist, haben wir hier schon die Möglichkeit, Musik anzumachen? Nee, haben wir erst unten. Ja, natürlich nimmt die Gute auch Klavierstunden. So gehört sich das für eine gepflegte Dame. Ansonsten haben wir hier eine schöne Surround-Anlage, die wir leider nicht anmachen können. Nun gut, dann gehen wir mal nach unten. Ich weiß zwar, hier gibt es noch einen Weg auf den Dachboden, aber das schauen wir uns dann später an. Ja, hier könnten wir dann das Haus verlassen. Aber auch das werden wir erst später machen. Schauen wir uns doch erstmal hier unten ein bisschen um. Ja, hier links müsste es jetzt zur Küche gehen. Ja, daran hat sich nichts geändert. Allerdings, ich glaube, wir brauchen mal einen Elektriker. Das Licht flackert ganz schön. Das müsste mal ausgetauscht werden. Hier ist quasi die Tür ins Esszimmer. Das haben wir gerade schon gesehen, das Esszimmer. Hier ist die Tür nach draußen. Die gab es auch schon das letzte Mal. Ansonsten sieht es jetzt hier allerdings alles ein bisschen steriler aus. Naja, ist vielleicht auf Wunsch von Winston neu eingeräumt worden. Alles ein bisschen moderner. Und natürlich die Kühlkammer. Ja, auch hier können wir natürlich wieder Trick 17 anwenden und Winston hier einsperren. Aber das machen wir auch erst später. Das hat nämlich einen Grund. Sonst müssen wir das nämlich zweimal machen. Ja, und hier ist das Esszimmer und hier können wir Musik anmachen. Ja, das war das letzte Mal ein großer Raum. Es sind jetzt hier zwei Räume. Hier hat sie eine Wand quasi eingezogen. Dann hören wir uns gleich mal ein bisschen Musik aus dem dritten Teil an, was uns denn so erwartet. In Tomb Raider 2 konnte man ja hier das Venedig-Theme hören. Komm, lass uns in die Turnhalle gehen. Allen, die schon früher hier waren, wird die neue Ausstattung auffallen. Was denkst du? Gut, lass uns ein paar Übungen machen. Ich denke, wir sollten sie in der richtigen Reihenfolge ausführen. Okay, wir hören uns später die Musik an. Ja, das hier ist wieder eine Turnhalle geworden. Offensichtlich hat Lara erkannt, dass es von Vorteil sein kann, auch ein bisschen Übungsgeräte drinnen im Haus zu haben und nicht nur im Freien, für den Fall, dass es schlechtes Wetter gibt. Und weil sie aber das mit dem Zimmer da drüben behalten wollte, hat sie vielleicht hier die Wand dann eingezogen. Ach Gott, ein bisschen hast du mich jetzt erschreckt. Und ja, wir haben jetzt quasi zwei Übungsparcours hier im Tutorial-Level von Tomb Raider 3. Oh, weißt du was, Winston? Nein, eigentlich gehst du mir jetzt schon so sehr auf die Nerven, dass ich dich jetzt schon einsperren möchte. Weil sonst unterbricht er ständig mit seinem Geklapper und diesen anderen Geräuschen, die er von sich gibt, meine Erklärungen. Und die von Lara. Dann müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und ihn zweimal einsperren.
Da haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Gut, dann schauen wir doch mal, was dieser Parcours so Schönes zu bieten hat. Ich muss nicht unbedingt immer... Solange die G-Taste ist, ein Sprung zu weit für mich, kann ich nach der Kante greifen. Gehe zur Kante hinter dem weißen Strich, bis ich stehen bleibe. Drücke dann die Sprungtaste, gleich danach vorwärts und dann, während ich in der Luft bin, die Handlungstaste und halte sie gedrückt. Ja, sie hat auch wieder eine neue Synchronstimme drücke bekommen. Drücke vorwärts und ich ziehe mich hinauf. Mit etwas Anlauf schaffe ich einen solchen Sprung, kein Problem. Geh zur Kante mit dem weißen Strich, bis ich anhalte. Lass dann die G-Taste los und drück kurz auf rückwärts, damit ich Anlauf nehmen kann. Drücke jetzt vorwärts und fast gleichzeitig die Sprungtaste. Halte die Sprungtaste gedrückt. Ich springe dann erst im allerletzten Moment. Ja. Na gut. Okay, das ist ein gewaltiger Sprung. Nimm Anlauf und spring exakt wie eben. Aber während ich in der Luft bin, drückst du die Handlungstaste und hältst sie gedrückt. Ich greife dann nach der gegenüberliegenden Kante. Ausgezeichnet. Versuche dorthin aufzuspringen. Drücke vorwärts und halte die Handlungstaste gedrückt. Ich kann da nicht draufklettern, weil die Spalte zu schmal ist. Aber wenn du rechts drückst, schiebe ich mich seitlich voran, bis genug Platz zum Hochklettern ist. Drücke dann vorwärts und ich klettere hinauf. Gut gemacht. Wenn es tief hinuntergeht und ich mich nicht verletzen möchte, kann ich auch vorsichtig hinabklettern. Drücke kurz rückwärts und ich springe rückwärts ab. Presse dann sofort die Handlungstaste und halte sie gedrückt. Auf dem Weg nach unten werde ich dann die Kante greifen. Lass jetzt los. Ja, das sind alles Übungen, die wir ja eigentlich schon zu Genüge kennen aus den Teilen davor. Als nächstes zeige ich dir, wie ich krieche. Springe auf den Block. Halte die Kriechtaste gedrückt, damit ich mich ducke. Halte die Kriechtaste weitergedrückt und führe mich mit den Richtungstasten durch die Öffnung. Dreh mich am Ende um und lass mich bei gedrückter Handlungstaste von der Kante springen. Halte die Handlungstaste, sonst stürze ich ab. Jetzt kannst du sie loslassen. Nee, jetzt kann ich sie noch nicht loslassen. Ich halte sie ja noch nicht mal. Ja, das ist jetzt hier neu in Tomb Raider 3. Ich meine, an sich kennen wir das natürlich auch schon aus Tomb Raider 5. Aber drücke dann vorwärts und halte die Kriechtaste gedrückt, damit ich mich in die Lücke zwänge. Irgendwas hat jetzt nicht gepasst. Um an hochgelegene Stellen zu gelangen, muss ich manchmal klettern. Gehe zum Klettergerüst, drücke dann die Handlungstaste und halte sie gedrückt. Dann klettere ich rauf. Halte die Handlungstaste weiter gedrückt und drücke die Richtungstaste vorwärts. Wenn du jetzt hochblickst, siehst du die Griffe. Drücke die Sprungtaste und halte gleich darauf die Handlungstaste gedrückt, damit ich springe und mir die Griffe schnappe. Führe mich jetzt mit den Richtungstasten zur anderen Seite. Gib die Handlungstaste bloß nicht frei, denn wenn du loslässt, lasse ich die Griffe los. Tja, das kann uns doch egal sein. Großartig. Ja, auch das ist neu in Tomb Raider 3 dazugekommen. Das konnten wir in Tomb Raider 2 noch nicht. Das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten für irgendwelche Sprünge und Klettereien. Gut, lass uns einen Spurt einlegen. Drücke vorwärts und halte die Sprinttaste gedrückt. Wenn ich den weißen Strich erreiche, drücke die Sprungtaste. Dann zeige ich dir die Hechtrolle. Okay, wollen wir schwimmen gehen? Endlich ist der Sport hier mal vorbei. Ja, und der Sprint eröffnet natürlich neue Möglichkeiten für Zeitspiele, was ja jetzt nicht so toll ist. Aber ja, auch das können wir jetzt hier in Tomb Raider 3 und auch das müssen wir jetzt hier im Anwesen auch gleich das erste Mal einsetzen. Ja, der Swimmingpool. Mit der Sprungtaste und den Richtungstasten bewegst du mich unter Wasser. Na dann. Ja, eigentlich hätte ich jetzt den Kopfsprung machen sollen, ich weiß. Oh,
Luft. Benutz einfach vorwärts, links und rechts, um mich an der Wasseroberfläche zu bewegen. Drücke die Sprungtaste, wenn ich abtauchen und noch eine Runde unter Wasser drehen soll. Oder gehe zum Vorsprung und drücke die Sprungtaste. Dann klettere ich wieder heraus. Ja, seht ihr das? Lara hat ein paar neue Zierobjekte hier für den Pool bereitgestellt. Gut, jetzt wollen wir draußen weiterspielen. Katzenstatuen, die sie aus Ägypten mitgebracht hat. Ganz frisch eingeliefert. Ja, und ob die nochmal irgendwann zum Leben erwachen? Also, Lara wird, denke ich mal, annehmen, dass das nicht passiert. Hat ihr bestimmt ein paar Tests unterzogen. Ja, aber ganz ausschließen kann man es bei diesen verrückten Katzenstatuen nie. Aber ich glaube, auch das würde Lara nichts ausmachen, wenn sie hier irgendwie so einen nächtlichen Tauchgang macht im Pool und dann noch ein bisschen Sport, so ein paar Mumien erschießen oder Panther. Tja, das wäre doch mal das Richtige für sie. Und ich habe jedes Mal bei diesen Teilen einen Herzinfarkt bekommen und sie stellt sie hier einfach so hin. Einfach, um mich zu ärgern. Und das erste Geheimnis öffnet sich hier vom Anwesen. Also kein klassisches Tomb Raider-Geheimnis, sondern eben nur ein kleines Versteck. Also es gibt hier quasi so mehrere kleine Verstecke und das ist jetzt hier der Anfang von dem Weg zum ersten sozusagen. Das ist auch noch nicht sonderlich schwer, beinhaltet aber eben genauso einen Spurt, von dem sie hier gerade eben erzählt hat, was wir gerade geübt haben. Und dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich das hinkriege. So. Also, Schalter drücken, umdrehen und rennen. Nein, du solltest doch die Hechtrolle machen. Das war ein bisschen zu spät. Ja, da hatte sie ihre Sportpower schon aufgebraucht. Das sehen wir an dem grünen Balken. Na, das war zu spät. Mädchen! Ach, ja. Die Rolle zu machen und dann wieder loszusporten, ist natürlich nicht besonders effektiv. Ich muss erst ein bisschen später starten mit Sporten, sonst klappt das nicht. Ja, jetzt sind wir drin. Ja, wenn man das Timing mit der Hechtrolle einmal raus hat, dann ist es wirklich gar nicht mehr so schwer, hier reinzukommen. Aber bis es erstmal soweit ist, braucht man manchmal ganz schön viele Versuche. Ja, das erste, ich sag mal, Geheimnis des Anwesens von Tomb Raider 3. Laras Schatzkammer. Fangen wir am besten mal hier in dieser Ecke an. Die Überreste des Gions. Ja, ein bisschen was hat sie halt, wie gesagt, aus Atlantis noch mitgenommen. Ein paar Überreste. Und die hat sie jetzt hier ausgestellt. Wahrscheinlich nachdem sie dann den Dolch hatte und die Katzenstatuen, seitdem die da jetzt rumstehen, hat sie bestimmt nochmal die Sicherheitsvorkehrungen hier überall nochmal neu aktiviert und auch nachdem diese Leute da eingebrochen sind das letzte Mal. Und dann dachte sie sich, wenn schon, denn schon, dann kann sie auch hier gleich mal alles ausstellen, was sie gesammelt hat. Ja, das hier könnte eben verschiedene Sachen darstellen. Also meine Interpretation war eigentlich immer, dass das die Maske des Tonazuk ist, die wir ganz am Anfang mal in Alaska eingesammelt haben. Aber so ein bisschen sieht es eben auch aus wie so ein Gold-Idol aus Tomb Raider 1, also was sie da ganz am Anfang in Vilcabamba gesammelt hat. Es ist offiziell halt
glaube ich, von der Seite der Spielemacher nicht bestätigt, dass es eben sich um einen der Gegenstände handelt, die Lara eingesammelt hat, sondern es ist so eine Art Easter Egg einfach. Das ist, glaube ich, das Gesicht des Chefentwicklers oder so ist da drin verewigt in dieser tollen Textur. Irgendwie sowas. Ja, dann haben wir hier eine T-Rex-Büste. Wahrscheinlich hat sie sich im verlorenen Tal da bei Vilcabamba geärgert, dass sie nichts mitgenommen hat und hat dann die Chance in China genutzt. Und ist vielleicht dann hinterher nochmal zurückgekommen, um halt den Leichen der T-Rexe Kopf abzunehmen. Das ist jedenfalls mal eine sehr außergewöhnliche Jagdtrophäe. Ja, dann haben wir hier den Dolch des Xian. Von Xian. Nicht des Xian. Man weiß jetzt nicht so genau, warum der jetzt hier diese Rotierbewegungen macht. Also ob das jetzt hier was mit der Sicherung zu tun hat oder ob das tatsächlich was mit der unheiligen Macht des Dolches zu tun hat. Man weiß es nicht so genau. Jedenfalls hat auch den jetzt hier Lara ausgestellt. Ja, und ihr habt es schon aus dem Augenwinkel gesehen, der vierte Gegenstand, der hier ausgestellt ist, ist die Iris. Ja, und auch hier sehen wir diese ganzen Rotierbewegungen, allerdings da wissen wir, die macht die Iris von selbst. Die hat sie schon immer gemacht. Und ja, ob da dieses Panzerglas hier genug ist, man weiß es nicht genau, um die davon abzuhalten, diese Macht freizusetzen. Ja, wir haben ja die Iris rein von der Geschichte her sozusagen relativ frisch aus New York geholt. Also war jetzt nicht ganz das letzte Abenteuer, aber ist eben noch nicht so lange her, dass wir die von Croy wieder abgenommen haben. Aber das wirklich Bemerkenswerte hier an der Stelle ist eigentlich, dass es ja jetzt hier der Tutorial-Level von Tomb Raider 3 ist. Und die Iris das erste Mal eigentlich erst in Tomb Raider 4 eingeführt worden ist. Also mit dieser Sache, die da in Angkor Wat passiert ist. Und dass dieses Abenteuer, wo Lara die Iris zurückholt von Croy, dass das ja eigentlich in Tomb Raider 5 erst stattfindet. Und das alles haben sich quasi die Entwickler aufgrund dieses Gegenstandes, den sie hier in die Schatzkammer gesetzt haben, schon alles im Hinterkopf gehabt oder dann eben da basierend darauf ausgedacht. Das finde ich jedenfalls sehr, sehr nett, dieses Detail. Und ja, schon allein deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, diese Schatzkammer hier zu finden und auch zu betreten. Ja, viel mehr gibt es hier nicht zu sehen. Also hier in diesen ganzen Nischen ist auch leider nichts irgendwie zum Einsammeln, kein versteckter Schalter, gar nichts. Der einzige Schalter, den es hier noch gibt, dieser hier. Den wir, glaube ich, einfach nochmal drücken müssen. Ja. Gut. Tja, da kommt nur jemand rein, der so schnell sprinten kann wie Lara. Eine Hechtrolle vollführen kann. Dachte ich zumindest, weil ich dachte, jetzt geht die Tür wieder zu. Na gut, dann steht sie jetzt halt offen. Und wir sehen uns draußen ein bisschen um. Ja, die Sonne ist dabei, unterzugehen oder aufzugehen. Aber ich würde eher mal sagen, unterzugehen. Ich weiß nicht, so rein vom Gefühl her. Es kann natürlich aber auch sein, dass Lara einfach eine Frühaufsteherin ist und sie einfach gerne bei Sonnenaufgang hier schon rumturnt. Ja, hier gab es das letzte Mal einen Springbrunnen. Ja, ist quasi auch immer noch so eine Art Springbrunnen, nur ohne Springen. Nur noch Brunnen. Obwohl ich mir gerade nicht sicher bin, ob das letzte Mal nicht auch einfach nur ein Becken war mit Wasser drin.
Ja, und hier gibt es wieder etwas, das aussieht wie das Heckenlabyrinth. Allerdings ist hier diesmal ein Schloss davor. Das heißt, hier können wir noch gar nicht rein. Ja, sind wir gerade im Moment auch gar nicht so böse drüber, denn Zeitspiel mit Heckenlabyrinth, das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir jetzt gleich als nächstes machen wollen. Wir gucken uns erstmal diesen Outdoor-Parcours an, den wir ja quasi eigentlich auch schon kennen aus Tomb Raider 2. Aber auch der ist, glaube ich, ein bisschen umgebaut.